So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall Beta. Ja, wir spielen jetzt Warrior Pack Lobby. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja Last Titan Standing gespielt. Da muss ich aber sagen, das gefällt mir eigentlich gar nicht so, weil mir gefällt es eher, wenn man einmal rumlaufen kann als normaler Mensch und einmal halt als Titan, also nur so Titan, das gefällt mir jetzt nicht so unbedingt, aber das ist meine Meinung. Wenn wir den sehen, wenn das Spiel draußen ist, ich werde es mir wahrscheinlich holen, mal gucken, an. Dann kann ich natürlich auch die das fertige Spiel Let's Playen und nicht nur die Beta. Wobei man es doch schon sagen muss, für Titanfall, was da angekündigt worden ist, die Grafik ist jetzt eher im B2 mäßig. Aber ja gut, das Gameplay ist auf jeden Fall sehr nice und deswegen finde ich jetzt mal, kann man das schon entschuldigen. Und in der heutigen Zeit, vielen geht es um die Grafik, aber ich finde eigentlich, die Grafik ist eigentlich ja egal. Solange das Gameplay passt. Und ich finde, hier passt es. Es hat natürlich noch seine Tücken an ein oder anderen Stellen. Vielleicht mal da noch ein Review dazu. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Werden wir aber dann sehen, ja. Da habe ich vorher eine Runde gespielt gehabt und wollte aufnehmen. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Dann bin ich nochmal reingejoint ins Gleiche. Und ja, dann war das Problem, dass ich wurde nicht in diesen Modus, wo ich jetzt spiele, also in diesen das ist schon wieder Attrition. Also irgendwie wurde ich dann da genau wie jetzt in einen anderen Modus geswitcht. Also gerade eben ihr wisst doch gerade, das ist ein Lobby, das war vorher das Gleiche. Ich muss gleich mal das Passwort vom Teamspeak ändern. Aber ich kann gerade nicht. Ich muss mal schon kurz schreiben. Moment, gleich. So, tut mir leid, aber das muss es sein. Weil, ja. Oh. Okay, da gehen wir kurz unsichtbar rum und schleichen uns durch. In der Hoffnung, dass uns natürlich keiner dieser Schlinge sieht. So. Schleichen wir kurz durch. Okay, es ist anscheinend wie Crysis, dass man, wow, okay. Es ist wahrscheinlich so wie in Titan, dass man, mir gefällt dieses Visier besser, deswegen. Wahrscheinlich ist es wie in Crysis, dass wenn man schießt, dass man nicht mehr unsichtbar sein kann. Weil man dann natürlich auch auffällig ist. Ja. Es erinnert mich schon sehr arg an Crysis. Ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Also, da hat natürlich auch jeder seine Meinung dazu. Ist okay, dass das halt ein Bash für dich ist. Aber ich hätte jetzt eigentlich den anderen Modus gerne gespielt, aber... Oder ist es vielleicht so ein Modus, wo man einfach random irgendwelche Sachen ausgesucht bekommt? Ich weiß es nicht. Ist mir dann gerade auch Wurst. Ich meine, macht ja Spaß. Alles klar, wenn ich bereit bin, dann setzen wir den... Boah. Also gerade auch die Texturen in dem Titan sehen eigentlich beschissen aus, muss man so sagen. Aber das Spiel ist ja so geil, also... Also ich kann mit den Dingern irgendwie noch nicht so richtig umgehen, das muss ich... So, ich muss mich ja kurz konzentrieren. Das ist sogar ein Autoteil, das heißt... Okay, der Titan ist Geschichte. Wir machen natürlich gleich weiter mit dem nächsten. So, okay. Dann müssen wir da kurz rausspringen. Dann locken wir den mal kurz an. Ja, tut mir leid, Robin, ich kann gerade nicht. Und, es läuft gerade gut.
da. Oh doch, das war schon richtig. Erinnert mich so an das Ding, oder? Oh, da. Von hinten Damage. Ich weiß aber gerade nicht. Da. Oh, okay, da wurden wir weggerotzt. Ja, ein bisschen geht's noch. Dann kann ich da noch mit draufhauen. Ah, okay, oh, da ist ein, okay, die wurde weggenutzt. Sehr nice. Sonst wäre ich jetzt gleich down gewesen. Ach, bin ich sowieso jetzt. Wir sind Erster und sogar vom kompletten Server aus dieses Mal. Ja doch, da ist doch einer, wusste ich doch. Wo sind unsere Titan jetzt? So. Jetzt können wir alles einstellen. Weg hier. Okay, alles klar, ich geh mal hier ganz schnell weg. Da kommen wir mal nicht durch. So, wo ist jetzt mein Titan hier bitte? Ich hätte gerne meinen Titan. Und es wäre sehr nice, wenn ich ihn kriegen würde. Ja, okay, da bin ich schon wieder tot. Oh, ich bin jetzt gerade schon... Ich würde es nicht gerne das Kind unterbrechen, weil es läuft gerade nice. Jetzt würde ich gerade wegen Robin und sein Team sich wirklich drum kümmern. Oh, er hat mich übertrampelt. Lol, okay. Jetzt nicht. Boah, wer ruft mich jetzt hier an? Das nervt mich gerade also wirklich mal. Ich lasse es jetzt klingeln. Tut mir leid, dass es hier nervt. Also, ne? So. Also, das ist jetzt... Ich werde hier voll gestalkt, nur weil gerade kurz ein Teamspeak nicht geht. Man keine 2 Minuten warten muss, oder was? Oh, das ist einer von uns, alles klar. So. Da ist einer von den Online-Modus. Ja. Läuft gerade auf jeden Fall, kann man schon sagen. Oh, scheiße. Ah, oh, nice, der ist weg. Challenge completed, sehr nice. Gibt uns nochmal XP. Und der Bot, Titan sieht uns nicht, der ist ein bisschen dumm. Oh. Okay. Ja, die Folge, die ist, tut mir leid, dass ich jetzt hier die ganze Zeit angeschrieben wurde und so. Kann ich nichts dafür. Ja. Das, ja. Ich wollte es aber unbedingt nicht unterbrechen. So. Okay, wir müssen evakuieren. Auch wenn wir eigentlich, gar nicht mal so schlecht waren. Schade. Okay, ich will abhauen. Absprungzone in 80 Metern, komm schon. Triple Kill. Oh, das läuft also gerade wirklich. So. Sehr nice. Da können wir noch fliehen. Hot Zone Extract, ja. So, das war's jetzt auch schon wieder zu
Let's play Titanfall Beta. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt da einen Sieben Anruf bekommen habe, dass ich voll gespammt worden bin. Kommt hoffentlich nicht mehr vor. Und ja, ihr seht jetzt noch meine kleinen XPs. Und dann war es das auch schon. Unlock 2, you have mail. Burn cards available RC. Okay, sehr nice. Und wie schaut es hier aus? Okay, die haben wir fertig. Top Gun 1. Naja, das war's jetzt zu Let's Play Titanfall Beta. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.